willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, bei mir ist es nicht Mittwoch, aber sei es drum. Ja, also, ich wollte euch was erzählen. Und zwar habe ich euch in meinem Update-Video erzählt, dass ich einen Overload hatte. Ja, passiert. Ist, wie es ist. Aber ich kann euch erzählen, was es ausgelöst hat. Mal abgesehen von Schlafmangel, Überlastung, Stress und so weiter. Ihr wisst schon, die üblichen Kleinigkeiten. Passiert schon mal. Hatten wir alle schon. Ja, also. Ich bin neurotisch. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Immer wieder gern, tut mir leid. Ja, aber es stimmt wirklich, ich bin sehr neurotisch veranlagt. Und weil ich so neurotisch veranlagt bin, habe ich für alles ein System. So, ich muss nämlich jetzt überlegen, wie ich den Satz formuliere, dass es Sinn ergibt. Weil das ist nämlich das Schwierige daran. Das Schwierige daran ist das Schwierige dabei. Und es ist so, dass ich mir jeden Monat Getränke liefern lasse. Die werden dann zu mir hochgetragen und sind auf einer Treppenebene, die nicht einfach zu erreichen ist. Ich sag's bloß. Es ist ein Umweg. Entschuldigt, man ist immer noch etwas verkniffen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich meine Kiste aus einem guten Grund immer in einem gewissen System aus die Flaschen rausnehme. Weil dadurch, dass ich dieses System habe, sehe ich sofort, wenn eine Flasche fehlt. Oder wenn eine Flasche woanders ist oder wenn irgendwas nicht stimmt. Es ist einfach so, das Geheimnis ist, Kontrolle ist besser als Vertrauen. Und so kam es, dass ich an jedem Mittwoch, als ich mit meinem Papa unterwegs war, um irgendwas aus dem Edeka zu holen. Ich glaube, es waren Tortellini. Das war vorher schon der Satz. Aber ich glaube, es sind keine Tortellini gewesen. Oh, jetzt kommt's mir, was es war. Ui, aus Grund von Jugendschutz und Quellenschutz werde ich jetzt nicht erwähnen, was es war. Das klingt jetzt voll kriminell, ne? Klingt nicht so gut. Ja, gut, das klingt versaut. Das ist jetzt auch nicht wirklich. Es war Baileys. Es war Baileys, okay? Ich wollte mir zwei Flaschen Baileys kaufen, weil ich. Also die eine mit Schokolade, die eine original, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es schmeckt. Und zwar die Woche im Sonderangebot. 9,99. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Schnapper. Den muss ich mir schnappen. Und außerdem war noch das Geld auf der Bank. Und dann habe ich gedacht, okay, da verbinden wir das miteinander. Fertig. Ja. Nur gesagt, damit es nicht klingt, als ob mein Papa irgendwelches komisches Zeug macht. Macht er nicht. Mein Vater ist so anständig, dass er sogar den Kassiererinnen an der Kasse Trinkgeld gibt. Ja, mein Papa ist echt ein guter Mensch. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich beim Runterlaufen gesehen habe, dass da eine Flasche gefehlt hat. Also mein erster Gedanke war, vielleicht hat meine Mama eine genommen, weil sie Durst hatte. Da bin ich auf jeden Fall zu meiner Mutter und habe sie gefragt. Sie hat gesagt, nein. Dann hatte ich unsere Mieter im Verdacht. Kann ja sein, man weiß es ja nie. Musste aber dann los, also mein Vater und ich los, waren einkaufen, blablabla, hin und her. Ihr wisst schon, wie man das halt so ist. Und dann, als ich heimgekommen bin, habe ich meine Mom gefragt, wie es denn jetzt ist. Und sie hat dann gesagt, dass eine Bekannte von uns sich eine Flasche genommen hätte, weil sie so Durst gehabt hätte und davon ausgegangen wäre, das wäre zur freien Bedienung, weil es meiner Mutter mitgehört. Und dann habe ich mich aufgeregt, weil für mich ist das einfach so ein Ding des Anstands, dass man sich nicht einfach irgendwas nimmt, unabhängig von allem, ob man jetzt einmal die Erlaubnis bekommen hat, bedien dich ruhig frei, dann fragt man dennoch nach, darf ich mir noch was nehmen? Oder könnte ich vielleicht bitte einen Saft haben? Es ist einfach ein Ding des Anstands, zumindest zu fragen. Und vor allem bedient man sich nicht einfach frei irgendwo. Es geht gar nicht.
Ihr müsst mir jetzt ein paar Sekunden geben. In meinem Kopf laufen gerade üble Beschimpfungen ab. Ich bin nämlich wirklich stinksauer. Weil für mich ist es richtig scheiße, wenn ich einen Overload habe. Entschuldigt für die Formulierung. Auf jeden Fall hat mich das dann alles so aufgeregt, dass ich das Keifen angefangen habe und alles. Und dann hat mein Vater, auch wenn er ein guter Mensch ist, hat er es überhaupt nicht verstanden und hat in dem Moment dann mich noch angeplafft. Und hast du eigentlich den Biomüll mit in Leos Tüte rein? Weil da ist ja eine Nee, schimmelige Tomate drin und ein Ei. mache ich nicht. Machen. Gut, ich wollte es nur gesagt haben, deswegen. Ja, richtige Moment. Mach das selber rein. Gedacht. Jetzt soll ich mich da noch so loben. Ja. Also schön, dass du dran denkst, darfst du es trotzdem leiten. Nee, dann bleibt es halt dann stehen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann schmeiße ich nachher noch die tote Motte dazu und dann ist es. Gut, auf jeden Fall hat mich mein Vater dann auch noch nicht verstanden, hat mich angeplafft und das war dann zu viel und dann bin ich in Overload geraten. Und für mich das Schwierigste an der Sache war so, dass mein System gestört wurde. Dass für mich mein System, das doch so offensichtlich so normal ist, gestört wurde. Aber eben auch die Tatsache, dass ich mich Von übersteuere. keinem begriffen. Und davon, dass es einfach keiner begreifen konnte, was da jetzt mich daran so stört, warum ich mich da so echauffiere. Wobei ich nicht sagen kann, es hat keiner begriffen, weil meine Mom hat es ja begriffen. Ach, das stimmt. Ja, eine Stunde ist immer noch besser als gar nicht. Ich meine, du hast dann alles dran gesetzt, dass mein System wieder in Ordnung kommt. Sie war wirklich daran engagiert. Sie hat noch vier weitere Flaschen bestellt und noch eine ganze Kiste. Das nur, damit mein System wieder funktioniert. Das müssen wir ihr lassen. Mama, ein aufrichtiger Szenenapplaus. Es war doof. Und das Ding ist, es ist ja öfters so, dass man so Sachen hat, wo das System gestört werden. Und es ist für mich dann immer ganz schwierig, wenn das gestört wird und das damit zu leben. Ich weiß gar nicht, also ich habe euch da jetzt auch keinen Tipp drüber, hinwegzugehen oder irgendwie zu sagen, okay, dann ist es halt so und ich lebe trotzdem weiter. Weil da kann ich euch keinen Tipp geben. Weil wenn ich einen hätte, dann hätte ich es ja besser geregelt gekriegt für mich. Ja. Tja, habe ich aber nicht. Aber ich denke, dass wahrscheinlich einer der besten Tipps, die ich euch geben kann, ist, versucht es dem anderen zu erklären. Aber versucht dabei, es nicht so aufgewühlt zu erklären, weil sonst versteht es der andere ja dann trotzdem nicht, sondern versucht es ruhig und langsam zu erklären. Macht ihm meinetwegen auch eine Zeichnung, wenn es was ist, wo es zum Beispiel um wie rum wird es dann gemacht geht. Und wenn ihr viel Glück habt, versteht der andere es dann. Und wenn ihr dann viel Glück habt, dann wird er euch mit. Oh Mann, ich habe ein Leo-Haar an der Nase, das juckt ganz fies. Entschuldigt. Und wenn ihr viel Glück habt, dann wird er dann nach eurem System es euch helfen zu versuchen. Oder er lässt dann euer System in Ruhe, weil er sieht, dass er es nicht versteht, aber wenigstens euch dann nicht durcheinander bringen möchte. Ja. Eigentlich gibt es da kein Happy End zu der Geschichte, ne? Ne. Das Ding ist, man wird oft nicht verstanden, aber aufgeben, den anderen zu versuchen, sich verständlich zu machen, ist der größte Fehler, den man begehen kann. Weil wir verstehen die anderen auch nicht. Also, wenn wir nicht mal mehr versuchen, uns zu verstehen, dann sind wir echt am Ende. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.